Hallo, hallo, wir sind immer noch im Fusionskraftwerk. Kernkraftwerk ist ja Blödsinn. Und die Strecke, die baut sich immer so ein bisschen, ja, genau vor unserer Nase auf, was so ein bisschen strange ist, weil man sich nicht darauf vorbereiten kann, weil das nächste kommt. Aber das werden wir wohl jetzt mal auch schaffen, hoffentlich. So, jetzt kommt gleich der Looping. Den haben wir inzwischen auch schon einigermaßen drauf. Sollte ich nicht zu laut sagen, solche Sachen. Oha, das haben wir auch schon mal besser... Alter. Besser hingekriegt, aber gerettet. Ja, man, mach doch mal. Mal hin und wieder mal mit der Bremse arbeiten. Aua. Okay, next try. Und Vollgas. Oh. So. Gar nicht so schlecht bisher. Hoffe ich, glaube ich, schätze ich, vermute ich. Yep. Oha, so knapp sind wir aber noch nie im Salto angekommen. Aber hat gereicht. Und das ist das Wichtige. Es ist auch alles knapp hier. Also immer Vollgas ist dann auch nicht das Richtige. Muss halt im richtigen Moment Vollgas geben. Okay, man musste da bremsen. Deswegen bin ich in der letzten Folge an der Stelle kläglich gescheitert. Nein! Ach, ich glaub's doch nicht. Da hatten wir es schon und ich Idiot. Ach. Naja, so ist das Leben. Aber jetzt verstehe ich so langsam ein bisschen. Ich wollte sagen, ich verstehe die Strecke. War wohl Blödsinn, was ich da wieder geredet habe. Denn ich verstehe hier offensichtlich gar nichts. So. Oh, ach Mann. Ist das denn zu glauben? Ja, das war ein sehr guter Anfang. So mögen wir das. Muss auch mal den richtigen Moment finden, um da rauszudrehen aus der Drehung. Yep. Und yep. Oh, 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 oh. Ah, okay, Glück. Was heißt Glück? Gerettet. Nein, da kommt doch erstmal der Salto. Ich wollte gerade schon nach unten fliegen. So, jetzt aber nach unten. Und da hoch. Ah, Mist. Immer dieses Spirenzchen-Gemache von mir, du. Mein interessant. Ja, doch. Interessant wird es dann später, wenn... Also hier ist ja ein relativ großer und mächtiger Streckeneditor... Ja, Streckeneditor dabei. Wenn man dann halt mal die Strecken von anderen Spielern, die halt gebaut haben, ausprobieren kann. Also das heißt, könnt ihr ja jetzt schon machen, will ich aber noch nicht. Im Moment haben wir ja erstmal diesen Karrieremodus. Und da wird es dann auf jeden Fall sehr interessant, weil die sollen ja dann doch etwas... etwas schwieriger sein als das Gebamsel hier. Und das ist offensichtlich schon ein bisschen zu schwer für mich. Ich muss jetzt mal ein bisschen mich konzentrieren, sonst bleiben wir hier die ganze Folge lang auf dieser einen Strecke hängen. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Ich meine, ich habe Spaß, aber für euch ist halt blöd beim Zugucken, ne? Yep. So, Salto. Da unten drauf. So, und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, was als nächstes kommt. Ach, die Geschichte. Okay. Nicht auf... Nein! Das schaukelt sich auch so leicht auf. Naja, okay. Hey. Und ab geht die wilde Fahrt.
So, jetzt kommt der Salto. Der Looping, das ist der Whatever. Das Ding, wo es im Kreise geht. Jetzt da oben drauf. Dieses Mal mal ohne Spirenzchen, weil das hat bis jetzt ja nicht so gut geklappt, da einen Salto zu machen. Hey, wo geht's da jetzt lang? Okay. Ein bisschen gedauert, bis sich die Strecke an der Stelle aufgebaut hat. Wie unfair. So, jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich bremsen muss. Nämlich hier. Nein! Bremsen! Bremsen wollte ich und nicht zurücksetzen. Ach, doof. Wie gesagt, das ist so ein bisschen scheiße, dass auf B das Zurücksetzen liegt und auf X das Bremsen. Das ist irgendwie ein bisschen ungewohnt für mich. Also ich würde eigentlich das gerne mal umstellen bei Gelegenheit. Muss ich mal machen. Och, sag mal. Ich glaube, nach dieser Aufnahme muss ich dann auch erstmal wieder eine längere Pause einlegen, weil sonst tun mir die Daumen nämlich irgendwann weh. Yep. Aber ich will das hier schaffen. Siehste, gehen doch an der Stelle die Spirenzchen. So, einmal Salto bitte. Also Looping. Yep. Dort hinauf. Und da war das, wo ich keine Spirenzchen machen wollte. Und ihr seht auch warum. Ist nämlich nicht so gut. So, da baut sich jetzt gleich unten die Strecke relativ knapp auf. Aua. Jetzt kommt die Bremse. Und yay! Naja, Silber immerhin. Mal gucken. Oh, und dann direkt aus Fließband und ab durch die Mitte. Sehr schön. Ja, mal gucken, wie viel uns gefehlt hat bis zur Goldmedaille. Denn wir kommen hier nicht raus ohne Goldmedaille. Wie gehabt. Ah, knapp 2 Sekunden. Das können wir aber schaffen, hoffe ich. Nein! Nee, zurück. Nicht die neue Strecke, das haben wir uns noch nicht verdient. Erstmal wieder rein ins Fusionskraftwerk. Mit der Roach. 1 Minute 4 Sekunden, ey. So. Attention visitors, we are performing maintenance and would like to warn you of abruptly shifting floors. Bin ein bisschen still, weiß ich wohl, aber ich möchte jetzt wirklich gerne hier die Goldmedaille holen. Man sollte das ja nicht glauben. Es ist doch etwas Konzentration, so heißt das Wort. Ja, genau das passiert, wenn ich nämlich wieder anfange zu labern. Shit. Also jetzt mal ein Durchgang komplett ohne Gelaber. Verzeiht's mir. Ja, hat ja gut geklappt. Und yes! Seht ihr mal, das funktioniert nämlich, wenn ich die Klappe halt. Schönes Ding! Ring, ding, ding, bing. Schönes Teil. Oh yes, haben wir auch geschafft. Natürlich haben wir das geschafft, weil wir ja eh alles so lange machen, bis wir es schaffen.
Dann nochmal die letzte vom arktischen Open. Und danach endlich wieder in die Wärme. Es wird ja auch langsam kalt hier an der Arktis. Wer kommt noch auf die Idee, an der Arktis Motorrad zu fahren? Naja, muss man nicht verstehen. Kann man aber. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aus luftiger Höhe, hat er gesagt. Springe mit Y am Ende des Sprungs ab und gleite wie ein Adler. Naja, gut. Ach so. Ja, ich verstehe. Dann machen wir das nochmal. Das ist ja so eine Art Skispringen ist es. Nach vorne lehnen, Vollgas und am Ende dann Y halt vom Motorrad absteigen. Das kriegen wir hin. 90 Meter brauchen wir für Silber. Dann schätze ich mal, brauchen wir irgendwie 110, 120 Meter für Gold. Ah. Ja, das, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf Ergebnisse gehe, mal eben nochmal einmal gucken. Ah ja. Ach so. Okay, also 26 Meter haben wir. 90 Meter brauchen wir mindestens für Silber. Dafür muss ich jetzt aber erstmal eben rallen, wie man da vorne einen vernünftigen Absprung überhaupt hinkriegt. Also so schon mal nicht. Wahrscheinlich muss ich erst noch ein bisschen auf dem Motorrad draufbleiben. Um wenigstens über, also bis auf die Schräge zu kommen. Das mache ich jetzt mal. Naja, ein bisschen weiter bin ich gekommen. Aber so richtig gut war das immer noch nicht. Unter 90 Meter. Ah! Jetzt langsam ralle ich die Nummer. Aber auch noch nicht wirklich. Und das hat echt wehgetan. Also, okay, Moment. Ja, falsche Taste gedrückt. Gibt's mit dem anderen? Achso, nicht zulässig. Ja, darf ich nur mit dem nehmen? Okay. Also ich muss nach vorne und nach hinten. Kann ich noch nach oben? Ja. Natürlich. So. Der war doch gar nicht mal so schlecht. Aber auch noch nicht wirklich gut. Ah, ist nicht einfach. Ja. Also ich habe immer noch nicht so ganz... Ja, wiederholen. Ich habe immer noch nicht so ganz gerallt, wie es funktioniert. Also irgendwie muss ich mit dem Stick in irgendeine bestimmte Richtung gehen, um halt abzuspringen von dem Motorrad. Und ich denke doch eigentlich nach vorne oben schräg wäre eigentlich das Logische. Oh, das war auch schon mal wieder besser. Muss nur noch den richtigen Moment erwischen. Weil ich glaube, wenn ich erstmal über dieser... Naja, über dieser schrägen Kante bin. Und warte mal, das müsste ja vielleicht gehen, indem ich halt doch etwas länger noch auf dem Motorrad bleibe. Na gut, probieren wir das mal. Oder auch nicht, weil das Motorrad uns relativ schnell runterzieht. Okay. Meine Güte, wie geht denn das? Ah, musste mich mal eben gerade hinsetzen. Okay, warte mal, genau, wenn ich auf dem Hinterrad da schon runterfahre. Ah. Wie soll ich denn da jemals 90 Meter erreichen, ey? Alter.
Ja, und gleite wie ein Adler. Oder muss ich auf Y draufbleiben oder was? Also der war jedenfalls schon mal nicht so schlecht. Wow. Ja, also wenn ich es dann schaffe, dann schaffe ich es aber auch richtig. Nice. Ja, dann haben wir das ja erledigt. Schön. Da ist mir die Stimme gerade etwas umgekippt. Also schön. Haben wir das erledigt? Ja, dann schauen wir uns mal das Wuchern im Zentrum an. Unser neuer Wettkampf. Trainingsprogramm 3. Machen wir. Fortgeschrittene Techniken. Ja, immer her damit. Herr Lehrer oder beziehungsweise Frau Lehrerin. Welcome back, Tiger. Today we'll learn some advanced techniques. On a steep hill, take it slow. Lean forward and don't press the gas pedal all the way. Here's an important bit. The bunny hop. At the edge of the gap, pull back to raise your front wheel. Then quickly lean forward to nudge yourself into the air a bit. Ja, das machen wir nochmal. Gar nicht so. Achso, naja, ganz zurück wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber naja. Ach ja, doch. Yep, dankeschön. Mach ich. Ja, nach hinten, wenn ich oben an der Kante bin, um das Vorderrad abzuheben. Lehne dich dann schnell nach vorn, um dir in der Luft einen Schubs zu geben. Ja, kriegen wir doch hin. Hoffentlich. Okay, das war noch nicht ganz weit genug. Ja, wie kann ich denn... Aua! Das ist ja übel. Lehne dich dann schnell nach vorne, ja. Ach ja, ich will noch nicht nochmal starten, komplett von vorne. Ja. Das will ich auch gerne machen. Oh, oh, das war gar nicht so schlecht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Na, komm, komm, komm. Ach. Nee. Wow. Also erst, wenn ich vorne an der Kante angekommen bin. Hm. Der muss hier auch was mitmachen. Ach. Also das Prinzip ist mir schon klar. Ich kriege hier nur irgendwie nicht genug Speed. Yay! Super. Ach. Oh, da muss ich erstmal... Yay! Ach, das hatten wir doch schon. So, da dran. Dann gerade stellen und runter. Haben wir... Hm.
So. Some objects can be knocked over. The laws of physics apply to them as well as you. Ja, das ist ja schwierig. One more lesson. Drive onto this seesaw and when the far end starts to rise, hit the gas. So der Plan. Ha, das ist ja geil. Sprungschanze selbst gebaut quasi. Ja, haben wir das ja auch geschafft. Schönes Ding. Ja, das werde ich vermutlich auch nie wieder hinkriegen. Aber wahrscheinlich sehr oft brauchen. Naja, aber wir sind bei 20 Minuten und deswegen machen wir eine Pause der Aufnahme. Und ja, ich bedanke mich fürs Interesse. Bis morgen. Ciao, ciao.